Wir sind hier auf der FeenCon 2015 bei lauschigen 38 Grad. Und ich möchte euch hier einmal die Splittermond-Einsteigerbox, die wir frisch heute Morgen um 9 Uhr zur Con geliefert bekommen haben, vorab vorstellen. Und sie auch gemeinsam mit euch auspacken und gucken, was da jetzt eigentlich so überhaupt alles drin ist. Ja, die Box selbst ist, wie ihr vielleicht sehen könnt, Format A5. Wir haben uns da bewusst gegen das A4-Format entschieden, einfach weil es halt so deutlich handlicher ist, weil es so auch eher wie eine Spielebox aussieht und wir dann hoffen, dass wir auch Leute, die jetzt nicht direkt rollenspielaffin sind, dazu bewegen können, sich das Ganze mal näher anzuschauen. Box ist relativ dick, ihr werdet gleich selbst sehen, warum das der Fall ist. Gut, zuallererst sind natürlich Würfel drin, W10 und W6, was man halt für Splittermond so braucht. Dann sind mehrere Hefte drin. Das erste Heft ist hier auf um die 60 Seiten die Regeln von Splittermond. Das heißt, auf 60 Seiten A5 haben wir hier versucht, alles an Regeln unterzubringen. Wer Splittermond kennt, weiß, dafür haben wir natürlich auch diverse Bereiche gekürzt und vereinfacht. Das heißt, das zieht sich eigentlich durch alle Bereiche durch. Es gibt ein paar weniger Fertigkeiten, die Magieschulen wurden gekürzt, es geht nur bis zum zweiten Heldengrad in der Progression. Es gibt keine kontinuierlichen Aktionen mehr, die Erfolgsgrade wurden weggelassen, das heißt eine Probe ist entweder gelungen oder misslungen und so weiter. Das zieht sich eigentlich komplett durch, sodass du mit der Einsteigerbox gewissermaßen eine Art Splittermond-Light hast, die natürlich weniger Optionen bereithält, die auf der anderen Seite natürlich aber auch deutlich schneller zu spielen ist und gerade für Leute, die es eher regelleicht mögen, vielleicht auch eine Alternative zum normalen System ist. Dann gibt es einen ganzen Haufen Archetypen. Suyini hier zum Beispiel ist eine ganz neue Archetypin, die aus dem fernen Zhujiang stammt. Jeder der 7 enthaltenen Archetypen hat so eine Karte, das ist immer klar Deckblatt. Innen drin der auf A5 zwei Seiten passende Charakterbogen und auf der Rückseite jeweils die Hintergrundgeschichte. Das heißt, auch völlig unerfahrenen Leuten kann man einfach das Ding in die Hand drücken, sie müssen sich keinen eigenen Charakter erstellen und können direkt loslegen. Ja. Ein weiteres Heft ist die Welt von Splittermond, hat auch so um die 60 Seiten und ist eigentlich zweigeteilt. Es geht zum einen um klassische Hilfen für den Spielleiter. Wie habe ich mir die Aufgaben eines Spielleiters vorzustellen? Wie gehe ich mit Improvisation um? Wie leite ich überhaupt ein Abenteuer? Sowohl vorgefertigte, als auch welche, die man sich selbst ausdenkt und so weiter. Als auch dann schlussendlich eine kleine Beschreibung der Welt, die sich natürlich aufgrund des Umfangs eher versucht knapp auszunehmen. Das heißt, es gibt einen kleinen Überblick über die einzelnen Teilkontinente und dann vor allen Dingen aber nochmal eine genauere Übersicht über die Arvinger Mark, die auch schon in anderen Produkten unsere Einsteigerregion ist. Und das zieht sich hier durch. Die Arvinger Mark ist generell auch die Region, in der die Komponenten der Box, die ich gleich noch vorstellen werde, spielen. Unter anderem ist es da dieses Solo-Abenteuer zu nennen. Ein sehr dünnes Heft, hat knapp 16 Seiten, heißt der Fahrt durch das Seelenmoor und richtet sich wirklich an Leute, die noch gar nicht Rollenspiel gespielt haben. Das heißt, es ist ein extrem regelfreies Ding. Man kann sich von Schritt 1 bis Schritt, wie viele sind es? 29 durchspielen. Soll überhaupt den Leuten erstmal ein Gefühl geben, was ist eigentlich dieses Rollenspiel, wie verkörper ich einen Charakter, wie habe ich mir vorzustellen, was passiert aufgrund von meinen Entscheidungen. Kann man auch tatsächlich, wenn man mit Leuten spielt, die noch nie sowas gespielt haben, ihnen einfach mal in die Hand drücken und sagen, hey, liest dir mal durch, danach können wir dann mit den Gruppenabenteuern einsteigen. Anders als in vielen anderen Einsteigerboxen haben wir in der Splittermond-Einsteigerbox auch Charaktererschaffung drin. Wir haben am Anfang diskutiert, wollen wir nur Archetypen anbieten, uns dann aber schlussendlich dagegen entschieden, weil wir der Meinung sind, die Charaktererschaffung, also das Erstellen seines eigenen Helden, ist ein wichtiger Teil des Rollenspiels, das soll auch Einsteiger eigentlich nicht vorenthalten werden. Man hat hier auf knapp 30 Seiten entsprechend verschiedene Module drin, alle Rassen und eine Auswahl der Kulturen und Ausbildungen, um sich dann seine eigenen Charaktere zu bauen. Auch das ist verschlankt und vereinfacht gegenüber den normalen Regeln, sodass eine Charakterschaffung auch mit unerfahrenen Leuten relativ flott vonstatten gehen sollte. So, zu guter Letzt haben wir als Heft noch Kettenrasseln. Das ist das Abenteuerheft aus der Box. Auf um die 70 Seiten sind hier 4 Abenteuer enthalten, die zusammen eine kleine Kampagne ergeben. Spielt auch in der Arvinger Mark, genauer gesagt im nördlichen Kinhold. Man hat, wie man auf dem Cover vermutlich schon ganz gut sehen kann, dort mit eher garstigen Kreaturen der Untotenart zu tun und stolpert auch nach und nach weiter in die Geschichte rein. Das heißt, das erste Abenteuer ist auch samt Hilfen für den Spielleiter geschrieben,
was für Regeln in welchen Situationen wie angewendet werden, sodass man eigentlich auch in der Lage sein sollte, wenn man sich einen Charakter genommen hat, einen Archetypen, ohne vorher das Regelheft sich komplett durchgelesen zu haben, dieses Abenteuer zu leiten. Man wird gewissermaßen an die Hand genommen. Die späteren Abenteuer bauen dann halt immer weiter darauf auf, dass man dann mit der Zeit die Regel verinnerlicht hat. Wichtig war uns dabei, dass wir nicht in der Einsteigerbox, sage ich mal, sehr simple Sachen drin haben, wie die Katze vom Baum zu retten. Denn auch Einsteiger wollen natürlich coole Geschichten erleben. Auch Epik und Mystik geht völlig problemlos mit Einsteigern. Deswegen kann man da durchaus alten Geheimnissen rund um die Drachlinge auf die Spur kommen und auch die Regionen, in denen man ist, vor großem Unheil bewahren. Ja, ich sagte schon, es gibt noch weitere Archetypen in der Box. Insgesamt, wenn ich mich nicht verzählt habe, dürften es 7 Stück sein. Da sind teilweise altbekannte, wie zum Beispiel TI oder Cederion bei, die man schon aus den vollen Regeln kennt. Es sind aber auch neue bei, wie zum Beispiel Nene, der Magier aus Dakarzmür, oder Idyrra, eine Schattenläuferin aus dem Wächterbund. Und weitere altbekannte, Telkin und Kaira. Um gerade auch Neulingen das alles noch zu erleichtern, haben wir weiterhin eine Handvoll Regelübersichten reingepackt. Da ist jeweils auf A5 einer Doppelseite die wichtigsten Regelelemente nochmal erläutert. Das heißt, legt man vor jedem Spieler hin, und wenn man sich noch fragt, ach, wie geht jetzt nochmal eigentlich ein Zauber, guckt man nach, hat auch Seitenangaben, wo man im Regelwerk weitere Sachen findet, der Einfachheit halber. Ja. Dieser Flyer ist eigentlich das, womit man anfängt in der Box, ist an den Spielleiter gerichtet, erklärt, was ist Rollenspiel überhaupt, wie benutze ich diese Box, in welcher Reihenfolge soll ich mir die Sachen anschauen und so weiter und so fort. Gut, wir reden von Splittermond. Das heißt, eine Sache darf natürlich auch nicht fehlen, die obligatorische Tickleiste. Auf der Rückseite diesmal mit einer Karte der Arvinger Mark, in der ja auch die Abenteuer aus dem Band spielen. Weiterhin dann ein ganzer Haufen Charakterbögen A5 für die selbst erstellten Charaktere mit dem Generierungsheft. Sollte für zumindest eine Zeit lang reichen. Und zu guter Letzt gibt es noch kleine Counter und Marker, die jetzt teilweise hier schon rausgefallen sind. Sind dieselben, die wir auch von der Machart her im Splittermond-Spielleiter-Set drin haben. Das heißt, die sind da auch voll kompatibel. Man hat für jeden der Charaktere, die in der Box drin sind, jeweils 2 Marker. Man hat alle Monster, die im Abenteuer vorkommen, mehrfach drin. Plus einige weitere, die im Weltheft genannt sind, die man quasi für eigene Abenteuer benutzen kann. Sind auf insgesamt 2 Blättern, doppelseitig bedruckt. Und man sieht noch einige sonst drin. Ja, das war auch schon alles. Ich hoffe, es hat euch Lust gemacht auf die Einsteigerbox. Falls ja, probiert sie aus. Führt damit auch Leute ins Spiel ein, die vielleicht noch nie Rollenspiel gespielt haben. Die Box selbst kostet 24,95 € und enthält, wie ihr gesehen habt, alles, was man zum Spielen benötigt.